Hallo Spieler, kommt rüber, wo wir heute den Voyeursrittern die Flötentöne beibringen. Es geht weiter mit dem Speedrun durch Hollow Knight. Wir sind bei einer Stunde 47 Minuten und das ist auch gut so. Wir haben 5 Stunden, um das Achievement zu bekommen und heute wird's ein bisschen härter. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, letztes Mal ging es ganz gut. Mal sehen, wie das jetzt wird. Wir machen heute den ersten der drei Dreamer platt. Und der Dreamer an sich ist kein Problem. Aber auf dem Weg dahin kriegen wir es mit den Watcher Knights zu tun. Und die sind vielleicht im ganzen Spiel der schwerste Boss. Beziehungsweise die schwersten Bosse. Das sehen wir gleich, wenn wir da ankommen. Das sind insgesamt 5 Stück. Okay, jetzt ist der hier runtergefallen. Das ist auch nicht ideal. Hier müssen wir jetzt erstmal ein paar Schalter umlegen, damit wir überhaupt Zugang zu den Watcher Knights bekommen. Ich nehme hier mal noch ein bisschen Geld mit. Man weiß nie, wozu es gut ist. Und dann... hier gleich mal aufräumen. Okay, soweit so gut. Das war... alles harmlos. Jetzt ist rechts unten eine Tür aufgegangen. Erst müssen wir aber diese fliegenden Kameraden hier platt machen. Die sind auch ziemlich lästig. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Gehen wir hier noch rein. Haben wir hier noch einen Schalter, den wir umlegen müssen. Und dann sind wir auch schon soweit, dass es losgehen kann mit den Watcher Knights. Es kann auch sein, dass das jetzt beim ersten Mal klappt und dass das alles sehr schnell vorbei ist. Man weiß es nie. Beim Üben, ich habe das jetzt ein paar Stunden lang geübt, weil wie gesagt, das sind die schwersten Bosse im ganzen Spiel. Eigentlich muss ich gar nicht zurück zur Bank. Der Shortcut ist jetzt offen. Jetzt können wir direkt rauf zu den Watcher Knights. Wie gesagt, ich habe das ein paar Stunden lang geübt. Und ich würde sagen... man kann das aus technischen Gründen, das sage ich gleich was zu, wenn der Kampf tatsächlich stattfindet, nicht vollständig bis zum Schluss durchüben, sonst hat man das Save-File ruiniert. Aber man kann von den 5 3 platt machen. Das hat, würde ich sagen, ungefähr jedes zweite Mal zuverlässig geklappt. Das heißt, die Quote ist jetzt nicht großartig. Ein richtiger Speedrun würde erfordern, dass man jedes Mal nicht nur einfach das schafft, sondern auch so schnell wie möglich es schafft. Davon bin ich weit, weit, weit entfernt. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir mit 2, 3 Anläufen hier durchkommen. Jetzt erstmal hier vollständig heilen. Dann geht hier hinter uns die Tür zu. Hier kann man, kleiner Geheimtipp, die Seele auffüllen. Hier ist der Leuchter, den ich gerade gekappt habe, runtergefallen. Hat einen schon mal vor dem Kampf erledigt. Damit bleiben die 5, die wir jetzt hier sitzen sehen, übrig. Und los geht's. Ja, die Watcher Knights haben 3 Angriffe, die sie ausführen können. Das ist einer davon. Das geht gleich nicht gut los. Okay, einen Schaden können wir kompensieren. 3 ist nicht gut. Das wird schwierig. Also jetzt habe ich 2 davon wieder kompensiert, aber den dritten... weil jetzt nämlich 2 von denen gleichzeitig angreifen. Okay. Die Runde wird nicht... ja. Okay. Ja, mal sehen, wie viel Anläufe ich brauche. Wie gesagt, wir haben Zeit. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt keinen richtigen Speedrun-Charakter hat, weil eben ein Speedrunner, und ich habe mir das auch angeschaut, wie Fireborn, an dessen Speedrun ich mich hier orientiere, wie der das macht. Ich kriege das gar nicht reproduziert, was er macht. Der stellt sich neben die, schlägt 2-mal auf die, schießt dann 1-mal den Fireball durch die durch, springt oben drüber und wiederholt das von der anderen Seite. Die sind schneller kaputt, als man überhaupt weiß, was los ist. Das geht wahnsinnig schnell bei ihm. Und ich, das habe ich probiert. Das ist aber für mich hoffnungslos. Da treffe ich gar nichts. Das Gute ist, dass der Anfahrtsweg nicht so weit ist. Na, wir sind schon wieder im Kampf. Wir verlieren nicht viel Zeit.
Ach. Ja, und dann auch noch diese Controller. Okay. Dieses Problem, dass der Controller selbstständig die Richtung wechselt, macht das natürlich auch nicht besser. Okay. Das Problem bei dem Kampf ist außerdem, die haben eigentlich nur drei Angriffe. Die können mit dem Schwert zweimal zuschlagen, sie können diese Bounce-Angriff machen, wo sie zweimal springen, und sie können diesen Rollangriff machen, wo sie einmal auf den Knight zurollen, bis sie irgendwo auf ein Hindernis stoßen, oder ich glaube eine Maximaldistanz haben sie auch. Mehr können die nicht, aber dadurch, dass es dann zwei sind, die das eventuell auch noch zeitlich versetzt machen, wird das sehr schwer zu handhaben. Die Kunst ist, sich so nah an mindestens einem von den beiden aufzuhalten, dass sie diese Roll- und Springangriffe möglichst wenig machen. Man kann es gar nicht ganz verhindern, denn wenn die ein paar Mal diesen Schwertangriff gemacht haben, dann wechseln sie automatisch aufs Springen oder Rollen. Aber man kann es reduzieren. Und die zweite Kunst ist, so schnell die Health zu reduzieren von denen, dass die gar nicht dazu kommen, viele von diesen Angriffen zu machen. Denn sobald die mal zeitlich versetzt durch die Gegend hüpfen und bouncen, sieht es einfach sehr schlecht aus. Okay, das war jetzt für den ersten ein sehr guter Durchgang. Besser wäre es gewesen. Ich hätte keinen Schaden genommen, aber nehme ich erstmal so. Das war auch nicht schlecht. Okay, zwei sind down. Drei sind down. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nein! Okay, das war sehr, sehr knapp. Nächste Runde schaffen wir es. Das Problem ist natürlich auch ein bisschen der Grund, warum ich mit diesem Dive, Desolate Dive, lieber arbeite, ist, der hat sehr viele Invincibility Frames. Das kennt ihr vielleicht, das Prinzip. Der Angriff hat eine ganze Phase, währenddessen der Knight, wenn er diesen Angriff ausführt, keinen Schaden nimmt. Das fängt irgendwie an, sobald man auf dem Boden aufschlägt, und geht dann relativ lang. Deswegen komme ich zum Beispiel auch weg, wenn ich direkt in die reinspringe mit diesem Angriff. Habe ich noch genug Zeit, da raus zu dashen. Das hilft mir, weil ich meine Positionskontrolle einfach nicht so gut ist, dass ich das vermeiden kann. Aber das führt natürlich auch so ein bisschen zum Kontrollchaos, wenn man nicht sieht, wo man eigentlich gerade ist. Ja, also schon wieder hier Schaden genommen. Ja, das war auch ganz okay für den ersten. Wieder Schaden genommen, aber... Na. Es ist doch... Okay. Wie gesagt, es kann ein bisschen dauern. Das ist auch das, was so Speedruns natürlich so wahnsinnig beeindruckend macht. Dass man es ja nicht nur können muss, im Prinzip. Ich habe das Spiel schon mal zu Ende gespielt. Das heißt, ich weiß schon, dass ich an denen vorbeikomme, wenn ich es oft genug versuche. Aber es muss halt beim ersten Mal, und es muss in Bestgeschwindigkeit und Ausführung klappen. Und dafür muss man schon sehr, sehr exakt und sehr, sehr gut üben, sehr exakt sein. Jetzt habe ich hier zum Beispiel den Schalter vergessen. Das sind schon wieder ein, zwei Sekunden, die ich verloren habe. Wobei das jetzt, wenn ich überhaupt erstmal in die Verlegenheit komme, dass ich hier sterbe und dann den Anfahrtsweg neu machen muss, ist der Speedrun ja eigentlich eh schon gelaufen. Ich gehe mal davon aus, wenn man hier bei Watcher Knights verliert, fängt man bei einem regulären Speedrun von vorne an. Das ist alles, könnte alles besser laufen.
Okay, einer von den beiden ist down. Beide sind down, jetzt habe ich aber nichts mehr zum Heilen. Na. Okay, also da wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir müssen das durchziehen, denn das ist das andere Fatale an diesen Speedruns. Natürlich, wenn man mal angefangen hat, hat man nicht die Wahl. Dann muss man die Demütigung bis zum Ende durchziehen. Wie gesagt, in einem normalen Speedrun würde man einfach jetzt neu anfangen, den ganzen Anfang nochmal machen. Aber das ist für diese Videoserie jetzt keine Option. Mal gucken, wie viele Anläufe das werden. Ich habe jetzt schon nicht mitgezählt. Ist das der fünfte, glaube ich? Ja, irgendwann kann man dann auch diesen Anfahrtsweg hier in jedem Detail auswendig herschnippen. Weiß genau, wie oft man springen muss, wie man hier am schnellsten Seelen auffüllt. So. So, der erste ist down. Der zweite ist down. Der dritte ist down. Ich habe wieder nichts zum Heilen. Das ist schade. Den direkt reingesprungen, auch nicht ideal. Eieiei. Na. Es wird nicht immer knapper, denn vorhin war richtig knapp. Aber wir werden das schon schaffen. Anlauf Nummer 6. Was natürlich auch die Sache nicht einfacher macht, ist, dass es immer ein bisschen Randomness auch mit dem Spiel ist. Jetzt hat der Knight sich wieder hier umgedreht. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Das ist generell ein bisschen einer der wenigen Schwachpunkte, die dieses Spiel hat, ist, dass die Steuerung extrem genau ist. Man kann quasi pixelgenau kontrollieren, was der Knight tut. Aber dann eben dadurch, dass der Controller ja ein notorisch wackeliges Eingabegerät ist, halt immer wieder so Sachen passieren, wie dass der Knight sich umdreht, ohne dass ich das will. Und das ist natürlich bei einer Spielsteuerung, die so, bei der es so wichtig ist, dass man genau das tut, was man vorhat, nicht ideal ist. So, erster ist down. Bin zu gierig. Okay, das war jetzt ganz gut. Gucken, ob wir noch eine Heilung. Ja, geht. Perfekt. Nicht perfekt. Auch nicht gut. Ja. Und immer so weiter. Ja, es ist genau das Debakel, das ich erwartet habe. Aber das Schöne an erwarteten Debakeln ist ja, die sind keine richtigen Debakel, die sind eigentlich Kür. So, jetzt. Dieses Mal. Gehen wir vorbei. Die gute Nachricht ist, sobald wir da durch sind, ist die Folge beendet. Denn ich weiß auch noch gar nicht, wie es weitergeht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das länger dauern wird. Das war jetzt ganz murksig. Wieder runter. Das ist auch so ein Speedrunning-Ding, weil man schon weiß, dass man eventuell Dinge mehrfach machen muss,
schickt man grundsätzlich die Aufzüge wieder dahin zurück, wo sie dann in der nächsten Attacke gebraucht werden. Oh, das... Ja, there we go. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, war zu abgelenkt, nicht mitgezählt. Man merkt schon an der Musik, das Spiel weiß, das war jetzt keine Selbstverständlichkeit, das zu schaffen. Das ist, ne, wirst du wohl. Das ist, wie gesagt, mal abgesehen vom geheimen Schlussboss und vom nicht so geheimen Schlussboss, also vom Hollow Knight. Und das spoilere ich gar nicht, dem Boss, den man entdecken kann, wenn man sich mit der Handlung beschäftigt. Vermutlich der schwerste Boss im Spiel. So. Jetzt haben wir. Zu früh. Jetzt haben wir hier den ersten Dreamer. Das sind ja die drei Figuren, die den Tempel, in dem der Hollow Knight wohnt, freigeschaltet haben. Andersrum, die haben den versperrt und dadurch, dass wir die im Traum besuchen und dann da, was auch immer wir da mit ihnen tun, im Traum kann man ja nicht sterben, aber wir wecken sie auf vielleicht, öffnen wir das Siegel. Und wenn wir drei von denen haben, dann können wir den Schlussboss angehen und also den nicht geheimen Schlussboss, den Hollow Knight, der eventuell noch ein bisschen schwerer ist als die Watcher Knights, die wir gerade gemacht haben, aber ich persönlich finde das gar nicht. Ich komme mit dem Hollow Knight eigentlich ganz gut klar. Diese Worte werde ich irgendwann bereuen, ist mir klar. Aber für mein Gefühl, der ist leichter. Watcher Knights, wir haben die größte Hürde im Spiel hinter uns. Ich guck mal gleich, wenn wir hier, sobald es das Spiel die Kontrolle zurückgibt, ja, rausquitten. Die Folge ist beendet. Nächstes Mal kümmern wir uns um den nächsten Dreamer. Ich weiß gar nicht, wer als nächstes auf dem Programm steht. Ich vermute mal Monomon the Teacher, aber das werden wir dann sehen. Da werde ich in Fireborns Skript nochmal gucken. Jetzt erstmal gucken, wie viel Zeit uns das gekostet hat. Naja, 20 Minuten soll es wert gewesen sein. Wir haben 2 Stunden voll. Ich vermute mal, wir schaffen es unter 3. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.